Blaubeerfelder, soweit das Auge reicht. Haben Sie gewusst, dass wir hier in Hessen eine der größten Plantagen überhaupt haben? Um die 110.000 Kulturheidelbeersträucher liefern hier in Egelsbach jährlich bis zu 300 Tonnen der leckeren Vitaminbomben. Christian Königer ist hier seit 2008 der Chef des Familienunternehmens. Wenn mich jemand fragt, ob ich das ja mal gelernt habe, dann muss ich sagen, natürlich habe ich das gelernt. Als Familienbetrieb oder wenn man in dem aufwächst, hat man das natürlich, ich sag mal, ein Stück weit in den Adern. Die Kulturheidelbeeren sind ein Saisonprodukt. Alles muss schnell gehen. Wir haben wirklich eine Saison zwischen 7 und 8 Wochen. Und in der Zeit müssen wir das Geld verdienen. Und ich sage immer so spaßig, den Rest des Jahres geben wir das Geld aus. Über 200 Erntehelfer arbeiten auf den Anbauflächen. Dieses Feld hier hat ca. 8 Hektar. Mehrmals wird abgeerntet. Optimal sind Temperaturen um die 25 Grad. Und die Pflanzen lieben Wasser. Die trockenen Sommer der letzten Jahre waren schwierig. Was von oben nicht kommt, das kann man unten gerade noch so an den Strauch noch geben, so dass der Pflanz keine Not leidet. Denn die Pflanze keine Not leidet, aber es ist nicht so, als ob die Pflanze damit wunderbar Frucht machen kann und ansetzen kann. Also sie gedeiht nicht so gut. Die Erntehelfer kommen wie beim Spargelstechen aus Osteuropa. Aber die Arbeit ist nicht so schwer, sagen uns die Pflücker. Die Arbeitsbedingungen sind so gut, dass es weit mehr Bewerbungen als Jobs gibt. Viele kommen seit etlichen Jahren, weiß Vorarbeiter Samuel Geidos. Und der Verdienst stimmt. Die sind bei uns 4 Wochen und verdienen genauso viel Geld wie die Spargelstecher in 3 Monaten. Verpackt wird bereits auf dem Feld, in Plastikschalen. Doch nachhaltigere Lösungen werden gesucht. Wir haben im Vergleich zu vor drei Jahren haben wir schon den Deckel, der auf einer Schale ist, komplett eingespart. Also da geht schon 40% vom Kunststoffgewicht geht verloren. Doch transparentes Plastik hat auch Vorzüge für die Verbraucher. Es ist auch so scheinbar, dass die Verbraucher gerne in die Schale unten reinschauen. Und wenn die Möglichkeit nicht gegeben ist, dann ist der Verbraucher eher skeptisch. Sind die Blaubeeren in der Verpackung, wird gewogen. Ein Ampelsystem zeigt genau an, wenn die richtige Menge erreicht ist. Und dann geht's auch schon ab in die Supermärkte. Und wie gesund die kleinen Früchtchen sind, erklärt uns die Frankfurter Ernährungsberaterin Mona Pulev. Blaubeeren enthalten ganz viele Vitamine und Mineralien, wie zum Beispiel Vitamin C, Vitamin E und Magnesium. Die haben auch eine Portion sehr viel Ballaststoffe, was sehr gut für die Verdauung zum Beispiel ist. Außerdem enthalten die Blaubeeren Inhaltsstoffe, die gut sind, den Blutdruck und den Blutzuckerspiegel zu regulieren. Sie sind sehr, sehr gute Superfoods, heimische Superfoods. Das heißt, wir müssen nicht Exoten aus Südamerika zum Beispiel hierher importieren. Die können sehr gut mithalten. Auch für Naschkatzen, die eigentlich ein wenig auf ihr Gewicht achten sollten, sind Blaubeeren super. Denn sie haben nur ca. 40 Kalorien auf 100 Gramm. Hier sind halt die Blaubeeren eine tolle Alternative. Vielleicht mit ein bisschen Joghurt als ein Snack kann man dadurch halt eben, gerade wenn man abnehmen möchte, auf seine Kalorien achten. Blaubeeren sind mittlerweile in vielen Produkten, so auch bei den kleinen beliebten Quetschis. Die haben zwar einen nicht so guten Ruf, aber die Menge macht's. Als ein Snack, ein Quetschi am Tag ist okay. Mein kleines Baby mag die auch, aber auch nicht mehr. Da sollte man lieber zu den frischen greifen. Doch wie hält es Christian Königer? Der 49-Jährige ist mit den blauen Wunderbeeren aufgewachsen. Schmecken die denn immer noch? Sie schmecken mir nach wie vor gut. Was ich nicht mache, ich setze mich nicht so mit so Rezepten auseinander. Also alles, was so ein bisschen mehr Aufwand bedarf oder in der Küche was angerührt werden muss, das mache ich eher nicht. Und noch was Gutes hat die Kultur Heidelbeere zu bieten. Sie ist nämlich innen gar nicht dunkelrot wie die wilden Heidelbeeren. Und das bedeutet dann, es gibt auch keine blauen Zähne.